Zweimal 500 Milliliter und Leerflasche war das. War das richtig jetzt gerade? Zeig noch mal eben bitte. Wunderbar. Ich bin Hans. Und in 30 Sekunden gehe ich das erste Mal in meinem Leben live im Fernsehen auf Sendung. Als Verkäufer beim Teleshopping. Genau, Teleshopping. Dieser Ort, wo samtweiche Kunstfaserjacken der Figur schmeicheln. Wunderreiniger ohne Mühe jeden Fleck entfernen. Und Pillen wie magisch die Haut verjüngen. Wie bringt man die Leute dazu, all diesen Kram zu bestellen? Und was reizt Menschen daran, im Fernsehen zu verkaufen? Um das herauszufinden, habe ich bei einem Teleshopping-Sender einen Crashkurs als Verkäufer gemacht. 6, 5, 4, 3. Aber von vorne. Für 7 Tage bin ich bei Channel 21 in Hannover. Das ist der größte Teleshopping-Sender in Norddeutschland. Die Deutschen sind in Europa Teleshopping-König. In keinem anderen Land bestellen die Menschen mehr vorm Fernseher. Und der Markt wächst. Wer hätte das gedacht? Channel 21 hat mir für die Woche einen Mentor zur Seite gestellt. Hallo. Darf ich jetzt zu dir kommen? Hallo. Ralf Kühler. Sein Spitzname? Hausfrauenflüsterer. Also, wir werden heute begleitet. Ja. Ja. Und 7 Tage heißt die Sendung. Und am Ende des Tages wirst du bei uns eine Sendung moderieren. Am Ende des Tages, ja fast. Am Ende der 7 Tage. Am Ende der 7 Tage. Ja, ja, ich bin derjenige, welcher sich vorgenommen hat, das mal auszuprobieren. Das ist heute deine erste Sendung, ne? Heute meine erste, ja. Wie viel machst du so? Ich habe heute nur eine. Also das Maximale, was wir machen, sind 4 Stunden am Tag. 4 Sendungen. 4 Stunden? Ja, dann weißt du, was du getan hast. Gestern hatte ich 3, das war schon viel. Mhm. Aber heute nur eine. Wie routiniert bist du inzwischen beim Teleshopping? Sehr. Also ich träume schon immer davon. Echt? Mhm. Was träumst du denn? Ich träume, wie ich verkaufe. Immer. Echt? Das ist ganz schlimm, ja. Und meine Freundin fragt dann immer schon wieder morgens. Die fragt nicht mehr, hast du gut geschlafen, sondern was hast du verkauft? Ja, ja. Das ist wirklich bescheuert, oder? Und träumst du von Katastrophen oder geht immer alles glatt? Auch von Katastrophen. Das, was schief läuft. Ja. Was könnte schief laufen? Wovon träumst du da? Ja, das ist irgendwie der Gast total vergeigt, dass der es nicht gut präsentiert oder dass wir eben nicht verkaufen. Ralf ist fest angestellt und jeden Monat 40 Stunden live auf Sendung. Er verkauft alles. Vom Elektroroller Nizza bis zur Armbanduhr No Limit. Heute Grünbelagsentferner. Bei Channel 21 geht es im Live-Programm weiter mit unserem erfolgreichsten Reiniger, mit Highgloss. Schön, dass Sie mit dabei sind. Für Sie gibt es heute unser Algen und Moos, unser Grünbelagsentferner von Highgloss. Ja, was kann er denn? Also diese hässlichen, glitschigen Grünbelege kann er komplett entfernen. Wir haben den stärksten in Europa. Richtig. Wir haben den stärksten in der größten Menge zum kleinsten Preis. Genau so ist es richtig. Moment. Den stärksten in der größten Menge zum kleinsten Preis. Ja, bitte, haben Sie alles richtig gemacht. Ihre Bestellung nehmen wir jetzt entgegen. Und es funktioniert wirklich, denn das geht alles weg, wenn Sie ihn jetzt bestellen. 2 Minuten. Heute steht das erste Training für meine Live-Sendung an. So, hinein ins Vergnügen. Dafür zuständig ist Andrea Rubio Sanchez. Sie bildet alle neuen Moderatoren im Sender aus. Okay. Was wir machen jetzt, das ist ein absoluter Crashkurs. Ich starte jetzt gleich die Aufnahme, komme direkt an deine Seite. Mhm. Und dann darfst du dich quasi diese kleine Begrüßung machen. Ne? Hallo, liebe Zuschauer, ja. Ich bin Hans Rosch oder wo auch immer du einsteigen willst. Ne? Das war jetzt quasi nur so mein Gedanke. Ja. Wie du es machen könntest. Ich mache es jetzt mal erstmal, dass es überhaupt sauber über die Bühne geht, bevor ich mir jetzt irgendwelche wilden Geschichten ausdenke. Würde ich mal sagen. Erstmal die Safety-Nummer. Ja, erstmal die Safety-Nummer. Ja, natürlich. Regeln brechen, wenn man sie drauf hat, würde ich sagen. Okay, ich starte mal die Aufnahme. 3, 2, 1. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen heute bei Channel 21. Sie kennen mich wahrscheinlich nicht. Ich bin zum ersten Mal hier im Sender. Mein Name ist Hans-Jakob Rausch. Aber heute geht es nicht um mich, sondern heute geht es um den Highgloss Universal
Benenne das Produkt bitte immer ganz genau. Ach so. Das Ding heißt Universal Superkonzentrat. Mhm. Okay, ja? Das, alles klar. Dann die Grafik. Ja. Artikelnummer nennen, Preis nennen, Preisreduzierung nennen. Nochmal sagen, dass der Preis nur eine Stunde lang gilt. Nur während ihr jetzt in der Präsentation seid. Jetzt kannst du Artikelnummer und Preis sagen. Bei uns High Gloss, so irgendwie, das High Gloss Superkonzentrat mit Glanztrockner zu dem absoluten Angebot, der Showpreis von heute einmalig nur 22,95 Euro. Boah, hat mich jetzt noch nicht so begeistert. Was hast du machen lassen? Also, du hast es die Fakten genannt, ja? Ich dachte, aber du, das war so. Ja, aber du kannst natürlich, es ist natürlich viel spannender, als einfach nur zu sagen, es sind zwei Flaschen und das können sie anmischen. Ja, ja. Also ich persönlich sage immer, wir verkaufen hier kein einziges Produkt. Ja? Ja. Wir erfüllen Wünsche, wir lösen Probleme oder geben Ideen. Also das ist etwas, was du natürlich über ein bisschen üben und das ist auch deine Hausaufgabe, diesen Einstieg zu üben. Ja. Dieser Einstieg muss sitzen. Mhm, das ist wichtig für uns, aber auch für dich. Ja. Sieht das köstlich aus und es ist so lecker. Und meine Damen und Herren, allein das macht mich glücklich. Ich freue mich so sehr. Ich zähle immer schon die Tage, bis es soweit ist und Bofrost wieder Hallo sagt. Beim Teleshopping zählt nicht die Einschaltquote, sondern der Umsatz. Deshalb rattert hier die Verkaufsmaschine 24 Stunden am Tag. Perfekt. Du musst nur Tüte ein bisschen aufwärmen, kochen, total einfach. Und wie gesagt, noch einmal Geschmack. Und alles, was die Moderatoren in die Kamera halten, liegt im Lager nebenan. Hier Schlüppis, Unterwäsche, ne, in verschiedenen Designs, Leggings. Das ist figurformende Wäsche. Ja. So eine Mogelunterwäsche, weißt du? Aber es ist fast alles gut. Viel Stretch, oder? Ja, das hier ist, warte mal, das ist sogar... Sieht aus wie Leder. Das ist Monaco Blue. Wenn du gleich durchs Studio laufen würdest, wäre diese Ware gerade auf Sendung. So. Also diese jetzt nicht, aber mit anderen Produkten. Das ist immer so. Das ist eine Velour-Leder-Optik und immer schön streicheln. Musst du dann machen, wenn du es verkaufst? Genau, wenn du es verkaufst, musst du streicheln. Musst du immer schön zeigen, wie es aussieht. Ja, du musst für den Kunden ja fühlen. Ne? Ja. Du musst, musst sagen, oh, die Haptik ist schön. Wenn du jetzt sowas verkaufst, was erzählst du dann zu so einem Produkt? Ja, da kann ich natürlich nicht so viel zu erzählen, weil ich jetzt nicht so der Modepapst bin. Ja. Ich würde dann die Expertin reden lassen und würde dann versuchen, die Gelegenheiten zu erklären, wann du so eine Hose anziehst. Und würde fragen, ob das wenn du lange fliegst, wenn du auf Kreuzfahrt bist, wenn du lange Bus fährst oder lange Auto fährst, kennst du, wenn du den obersten Knopf der Jeans aufmachst, musst du nämlich bei der nicht, weil die so elastisch ist. Was reizt dich denn daran, Sachen zu verkaufen? Ja, der Erfolg, der Erfolgshunger natürlich. Ne? Der Erfolg? Dass du weißt, du hast jetzt gut verkauft, das tut dann gut. Das ist eine Bestätigung. Das ist eine Aufmerksamkeit, die du vom Kunden bekommst. Weißt ja selber, es tut ja gut, wenn dir jemand Aufmerksamkeit schenkt oder wenn jemand lobt, was du tust. Ja. Und jedes verkaufte Produkt ist ja ein Lob für das, was wir tun. Ja. Das ist schon so eine Freude an der Bestätigung. Kommst du da dann, also gibt es so Momente, in denen das besonders eintritt während so einer Sendung? Ja, wenn ich natürlich Rekorde aufstelle, ne? Das ist schon klasse. Wenn du rauskommst aus der Sendung und alle sagen, wow, das war mega und mehr als wir sollten und super Zuspruch, die Kunden sind begeistert, das ist schon richtig klasse. Noch 5 Tage, dann bin ich dran. Bevor ich aber Rekorde aufstelle, muss ich erstmal die Basics hinkriegen. Ja, vielen Dank, Sabine. Ich bin schon total gespannt und wir wollen auch gleich anfangen mit dem ersten Angebot, das wir für Sie haben. Das ist unser... Gleich anfangen mit unserem ersten Produkt. Produkt darf ich nicht sagen. 7 Euro günstiger bekommen Sie es sonst nicht. Nur heute, in dieser Show, solange Sabine und ich hier für Sie unseren Reiniger vorstellen, haben wir das Produkt im Angebot. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hochglanz mit High Gloss. Der nächste Tag. Heute schaue ich mir Ralfs Sendung aus der Regie an. Und dann geht's los. Dann wird zu Hause Unkraut weggemacht. Und dann müssen Sie sich diesmal keinen Schutzanzug anziehen. Sie brauchen keine Hier sitzt die Producerin. Sie steuert die Sendung und gibt Ralf Kommandos aufs Ohr. Es geht
zum Beispiel den Warenbestand. 22% nur noch? Du kannst hier gleich 22% noch der Ware da. Wir lassen sie jetzt für Sie drin. Nicht, dass Sie nachher nichts mehr kriegen. Auf dem Bildschirm sieht sie minutengenau, wie viele Zuschauer bestellen. Die Kurve steigt wieder. Es kommt immer wieder zu Wartezeiten. Sind aber schnell wieder vorbei. Nehmen Sie den Fugenreiniger. Machen Sie so, hier bin ich ganz ehrlich, da würde ich jetzt erst den Fugenreiniger nehmen und dann einen Nee, so eine Stunde geht. Ja, ihr habt auch kein Zögern. Ja, also ich folge natürlich immer, was die reden, deswegen bin ich konzentriert, aber nö, ich kann dann bei auch. Das musst du da immer so genau wissen, was jetzt gerade los ist in der Sekunde. Ja, schon. Man muss ja auch reagieren. Wenn jetzt die Kurve gerade hochschießt, dann denke ich, okay, jetzt direkt Verkaufsblock, weil dann kannst du die, wenn du die Leute schon in der Leitung hast, nochmal pushen oder dann nochmal einen Ticker oder also, dass man so ein bisschen reagiert auf das, was passiert. So, 19%, jetzt 19. Guck mal. Verkaufsblock. Bester Preis am Markt. Ralf, ich habe die Ersatzbürsten jetzt mal begrenzt. Also vielleicht haben die Leute dann ein bisschen Schiss. Sie sehen sofort, was wir gemacht haben. Weißt du, wann wir wieder Bürsten nachkriegen? Weil die Ersatzbürsten, die wir anbieten für 7,99 €, die sind jetzt schon begrenzt. Da blenden wir sie noch mal ein. Eingeblendet begrenzt, heißt, wir haben nur noch weniger als 10% der Ware. Das heißt, nicht mehr jeder kriegt so eine. Also schnell sein und mitbestellen, Fabi. Ja, cool. Also alles komplett durchdacht. Du Fabi, denk mit, ne? So über die Fuge und machst sie sauber, liebe Was Zuschauer. Man jetzt noch machen kann, was ich jetzt auch mache, ist eine Uhr reinmachen. Eine Uhr einblenden, dass man Wo läuft die jetzt runter? 6 Minuten? Genau, ist jetzt drin. 6 Minuten Uhr ist drin. Und merkt man das, dass das hochgeht, weil die Leute die Uhr sehen? Kriegen die jetzt Stress? Manchmal ist das so, weil die kriegen Stress, ja. Für die vorletzte Präsentation, stopp! Okay, die letzten Minuten laufen. 4 Minuten noch knapp. Für die letzten 15%. Können Sie die Uhr nachstellen? Wenn die gleich auf Null ist, dann war es das mit der Präsentation. Bis dann, tschüss! 2 Minuten. Fabi? Yeah. Schön. Ich habe gerade in der Regie gesehen, und habt ihr immer so angegeben, hier noch 12%, noch 9% und so. Das heizt natürlich an. Ja, ne? Also stimmt dann, natürlich gar nicht, die Zahlen. Na, die sind nicht ganz identisch. Also wir wissen schon, ja, wir planen schon so einen Tag natürlich, wie wir den verkaufen wollen. Aber hast du da nie ein schlechtes Gewissen, wenn du so mit so Zahlen arbeitest, von denen du weißt, dass die überhaupt nicht stimmen? Nee. Warum nicht? Nee, also ich weiß, dass ich ein gutes Produkt habe zu einem guten Preis und ich will das dem Kunden auch klar machen. Und natürlich sage ich dann auch mal so ein bisschen, ja, du musst jetzt schon langsam anrufen, weil wir haben nur noch die Prozentzahl da. Obwohl die nicht stimmt. Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Pferd. Ich verstehe auch, dass du das so hinterfragen willst, weil du natürlich auch dich dahinstellen willst. Und, ja, genau. Ich will ja auch jetzt nicht den Kunden irgendwie belügen. Nee, das tust du ja nicht. Also ich finde, ich würde lügen und das fände ich kacke, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben den günstigsten Preis und das Holz weiter runter und die gibt es dann für 20 Euro weniger. Das fände ich richtig, richtig mies. Aber dass ich dem Kunden jetzt sage, du musst heute anrufen und dazu auch ein bisschen vielleicht die Zahlen mir zurechtbiege, das finde ich jetzt überhaupt nicht verkehrt. Okay. Er hat ja nur heute die Gelegenheit, das Produkt zu kaufen. Ja. Ne? Und er hat immer, wenn ihm irgendwas nicht passt, ein 30-tägiges Rückgaberecht. Mhm. Da muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das so finde. Du darfst natürlich keine Bauchschmerzen damit haben. Du kannst ja die Zahlen einfach, du musst sie ja nicht sagen. Du kannst ja der Berater sein auch. Aber bei so einem Ding jetzt gerade, bei so einem günstigen Produkt zu so einem günstigen Preis, da musst du Alarm machen. Ja. Ne? Ja. In 3 Tagen soll ich dann Alarm machen. Für ein Putzmittel. Ich weiß gar nicht, ob das Zeug wirklich so toll ist, wie alle behaupten. Aber darum geht's auch nicht. Ich muss verkaufen. Und dafür hat mir meine Trainerin Andrea einen Leitfaden gegeben. Gutes Teleshopping ist mehr als gute Unterhaltung. Tatsächlich ist es so, Sendungen im Teleshopping müssen verkaufen. Wir verhalten uns also genau so, wie es die Menschen aus unserer Zielgruppe erwarten, wenn wir bei ihnen tatsächlich zu Hause zu Besuch wären. Denke einfach an einen Besuch bei deiner Erbtante. Es werden mehrere Emotionsprogramme angesprochen. Achtung und aufgepasst, es kommt jetzt der letzte Auftritt vom Angebot des Tages. Ich kann Ihnen diesen Ring nur noch jetzt, nur noch in dieser Sendung präsentieren. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Channel 21. Mein Name ist Hans-Jakob Rausch. Heute haben wir für Sie den High Gloss Super, das High Gloss Universal Super
Heute bei uns als Angebot in der Show 2 Flaschen Univers... Oh, fuck. Das sind die letzten 200... Wie komplett? Das ist jetzt nicht nur routiniert, das ist der Gesamtbestand. Okay, ich bin jetzt raus aus der Nummer. Wir haben die letzten 250 gesamt, verteilt auf routiniert und Geld vergoldet. Sie müssen bitte jetzt anrufen. Ah, großartig, du hast Tassen gefunden. Geil. Tassen besorgt. Super. Das ist Christian Materne. Danke. Seit er 17 ist, moderiert er beim Teleshopping. Wie lange bist du schon hier bei Channel 21? Seit 2 Jahren jetzt fast. Mhm. Und dann moderierst du ja, machst du die Sendung immer alleine und dann bist du echt immer am Stück. Drei Stunden am Tag, die du dann redest. Mhm. Ist ja noch nicht total. Nee, weil ich ganz gerne rede und gut. Da ist meine Stimme trainiert mittlerweile. Also ich rede gerne, ich rede viel, das ist auch mein Hobby, neben Essen. Und nee, das stört mich nicht. Ich werde übrigens auch moderieren hier. Ja, das freut mich, das habe ich mitbekommen. Hast du schon gehört? Ja, das habe ich gehört. Da bin ich auch sehr gespannt darauf. Ja, ich auch. Das macht dir richtig Spaß, zu moderieren? Das ist mein Traumjob. Echt? Und vielleicht du ja auch, dann... Nee, ja, mal schauen. Bin gerade so ein bisschen, ja, ich bin halt vielleicht einfach, ich weiß nicht. Also ich meine, man muss halt der Typ zum Verkaufen sein. Ne? Man muss ja auch irgendwie vielleicht dahinter stehen, dass es auch irgendwie, dass man das einfach insgesamt gut findet, zu sagen, Leute, ihr braucht es jetzt oder das ist jetzt gut, wenn ihr das jetzt habt oder so. Und manchmal denke ich halt so, ach, es ist besser, wenn die Leute jetzt einfach mal das Geld in der Tasche behalten und es vielleicht sparen, statt das jetzt immer auszugeben. Das sind natürlich Impulskäufe, gerade Mode und Schmuck. Da siehst du was, in dem Moment gefällt es dir. Vielleicht zu Hause sagst du, es gefällt mir gar nicht, wenn ich das live sehe. Aber du hast ja immer die Möglichkeit, es zurückzuschicken, ohne dass da irgendwelche Kosten entstehen. Ich finde das sehr fair, muss ich ganz offen sagen. Und ja. Ich denke auch, dass immer die Qualität zu dem, was du bezahlst, fair ist. Mhm. Und ich weiß auch, dass viele Menschen, und deswegen finde ich es auch so toll, beim Homeshopping zu sein, es gibt viele Menschen, die vor dem Bildschirm sitzen, denen es echt nicht gut geht. Und die sich einfach nur freuen, wenn sie zuschauen können. Die gar nichts bestellen, sondern die einfach nur zuschauen. Die also einsam sind zum Beispiel, oder was meinst du? Mit Sicherheit. Oder die einfach gerade eine Krankheit haben oder ähnliches. Und denen kannst du einfach ein paar schöne Momente geben. Mhm. Du musst dir überlegen, ich habe fast 11 Jahre lang immer am Silvesterabend gearbeitet. Immer von 18 Uhr bis Mitternacht. Und da ist mir das immer so bewusst geworden, wie viele Menschen, die mir dann immer unterm Jahr auch geschrieben haben, gesagt haben, Christian, ich habe immer deine Silvestershows so besonders geliebt, wie viele Menschen zuschauen, auch ohne, dass sie was bestellen, weil es ja immer eine Live-Sendung ist. Das heißt, du bist ja direkt irgendwo mit dabei. Und ich war alleine mit meinen Zuschauern. Ich habe teilweise in einer Sendung dann 30 Anrufe gehabt, die durchgestellt wurden. Ich fand es toll. Also, so, ich stehe jetzt hier. Hier würde jetzt Sabine stehen, ja. Die Expertin. Und du bist jetzt die Kamera. Du bist jetzt der Zuschauer zu Hause. In dich gucke ich. Okay. Ne? Also, ja, danke Sabine. Dann fasse ich jetzt mal für Sie zusammen. Wir haben also heute ein Spitzenangebot. Nicht nur eine, sondern 2 Flaschen. Und die Leerflasche ist heute mit dabei. Jetzt höre ich gerade, nur noch 337 Stück sind da und wir gehen damit noch heute Abend um 19 Uhr einmal auf Sendung. Also wenn Sie sicher gehen wollen, dass Sie den Reiniger bekommen, ich würde jetzt anrufen oder uns eben anklicken. Bei der Gelegenheit kriegen Sie auch noch Payback-Punkte. Das lohnt sich, oder Sabine? So, wir machen jetzt bitte einen Verkaufsblock. Okay, Sabine, jetzt haben wir gerade echt ganz viele tolle Vorteile von unserem Universal-Superkonzentrat erfahren. Und ich kann nur eins sagen, schlagen Sie jetzt zu, sichern Sie sich dieses Angebot. Der Preis ist wirklich heute ganz besonders. Und ich sag's nochmal, wir liegen heute bei 22,99. Das ist wirklich ein absoluter Sonderpreis. Frage aus der Regie, ist der Reiniger gut für die Umwelt? Das ist eine Frage aus, ja. Kannst du weitergeben an Sabine dann? Ja, der Reiniger ist ja auch besonders gut für die Umwelt, oder Sabine? Würde Sabine sagen, 98% biologisch abbaubar. 98% biologisch abbaubar, meine Damen und Herren. Mit diesem Reiniger sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Sie schonen den Geldbeutel und Sie schonen die Umwelt. Ich würde jetzt anrufen zum absoluten Vorzugspreis von 22,99. Warteschleife. Ja. Immer super. Also, pass auf. Du sagst, statt 6-mal zu sagen, bestellen Sie jetzt, wir wollen den Zuschauer nicht so komplett abwatschen. Ja. Geh lieber noch mal in die Beispiele. Ne? Wollen Sie saubere Fenster haben? Ja.
Wollen Sie endlich mal mit einem Reiniger durchs ganze Haus gehen, statt mit 10 Spezialreinigern? Mhm. Holen eher in seinem Kopf ab, wo er gerade ist. Okay. Ja? Zuschlagen mag ich nicht so persönlich. Ich finde das immer ganz gruselig als Wort. Zugreifen kann man auch sagen. Oder nutzen Sie. Ich finde das immer so brutal. Mhm. Okay? Okay. Werden Sie jetzt zum Teleshopping-Moderator. Die Leerflasche heute für Sie gratis dazu zum einmaligen Vorzugspreis von nur 19,99 Euro. Das heißt, Sie haben 7 Euro gespart über dem regulären Preis. Sondern zum Beispiel auch, wir haben es hier vorne gesehen, Holz können Sie damit reinigen, meine Damen und Herren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben zu Hochglanz mit Highgloss. Angebot der Show. Highgloss geht das ganz einfach. Benutzen Sie einfach Highgloss als Konzentrat. Sie verdünnen den Reiniger, indem Sie einfach so wenig in eine Flasche füllen. Und rufen Sie uns an unter der kostenfreien Rufnummer 0800 3x die 1, 21, 3x die 3, 21. Der letzte Abend vor meiner Live-Sendung. Ich gehe mal vor, ja? Ja. Bevor ich morgen abliefern muss, noch ein letztes Bier mit Ralf. Okay. Moin. Hallo. Hallo. Bitte schön. Und wir setzen uns oben hin. Ja. Dann Prost. Auf deine Sendung oder auf meine, auf unsere? Ja, aufs Teleshopping. Aufs Teleshopping. Wie lange bist du jetzt beim Teleshopping schon insgesamt? 18 Jahre. Bin gleich damals vom Kinderfernsehen. Hm. Gleich zum Teleshopping. Und was war das, was dich daran gereizt hat, diesen Job zu machen? Am Anfang? Meine Eltern haben mal gesagt, du hast früher schon immer die Witze erzählt und du hast früher schon immer die Leute unterhalten, schon als Kind irgendwie. Mhm. Und wahrscheinlich ist das so, dass ich das gerne mache deswegen. War das auch in der Schule schon so, dass du da so der... Ja, da war ich auch der Pausenclown. Der Pausenclown? Ja, da war ich der Pausenclown. Da hast du schon gemerkt, irgendwie, also erstens kann ich's. Das Publikum kommt gut an. Nee, gar nicht. Das habe ich damals. Das Selbstbewusstsein hatte ich früher gar nicht. Ach so. Das hatte ich gar nicht. Also ich fühlte mich früher nicht gut aussehend. Ich fühlte mich früher nicht selbstbewusst. Das kam alles viel später erst. Wann kam das? Ja, mit dem Erfolg der ersten Moderation kam das. Du merkst es ja. Ich habe das so drin. Ja. Und ich bin immer der Teleshopper, glaube ich. Also ich weiß nicht. Schlechtes Gewissen habe ich natürlich manchmal meinen Kindern gegenüber, ne? Dass ich nicht der Papa bin oder Papa gewesen bin, der 7 Tage zu Hause ist jeden Abend. Das ist aber so. Das heißt, in deinem Leben warst du immer so jemand, der auch dann der Arbeit so eine gewisse Priorität gegeben hat? Ja, ja. Bei mir war immer die Arbeit, habe ich fast an oberste Stelle gestellt. Echt? Ja. Ich habe meine Jobs irgendwie, also ich kann dir eins sagen, ja. Als mein Sohn geboren wurde, stand ich auf der Bühne in Berlin auf der Funkausstellung. Und als meine Tochter geboren wurde, habe ich Highgloss bei RTL Shop verkauft. Und das bereust du nicht? Es ging in dem Moment nicht anders. Bei meinem Sohn war es so, ich konnte nicht so schnell von Berlin im Flugzeug zurück. Da war ich einfach nicht schnell genug. Als mein Sohn geboren wurde und als meine Tochter geboren wurde, hat es so lang gedauert. Hat der Arzt gesagt, das dauert noch Stunden. Da habe ich gesagt, dann kann ich auch eben die eine Highgloss-Stunde machen. Aber jetzt hast du für so einen blöden Reiniger die Geburt deiner Tochter verpasst. Ja, nicht für den blöden Reiniger, für meinen Job. Ja. Aber somit bin ich beiden Kindern gerecht geworden. Ja. Eine Minute bis Opener. Heute ist es soweit, der Tag meiner Live-Sendung. Bist du schon aufgeregt? Ein bisschen. Falls ich es gleich vergeige, hat der Sender vorgesorgt. Ralf steht als Backup bereit. Ich moderiere mit seiner Kollegin. Ich stehe in der Regie und denke, warum kommt der Ralf Kühler nicht? Dabei haben wir ja Sendung. Viel Glück wünsche ich dir. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Mach einen geilen Job. Jetzt tauchst du richtig ein. Ich versuche euch nicht zu enttäuschen. Das hier ist gleich live. Nichts kann wiederholt werden.
Toi, toi, toi. Danke. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Channel 21. Ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben bei Hochglanz mit Highgloss. Mein Name ist Hans-Jakob Rausch und heute geht es um eine ganz besonders erfolgreiche Reinigungsserie hier bei Channel 21, Highgloss. Ich will gar nicht so viele Worte verlieren, denn um ehrlich zu sein, ich bin nicht der Experte, was Highgloss angeht. Es gibt eine Koryphäe, die wirklich auf dem Gebiet der Schmutzbekämpfung im Haushalt absolute Vorreiterstellung hat. Und das ist unsere Highgloss-Expertin Sabine Kursfeld. Hallo Sabine. Ich grüße dich. Ich löse den Schmutz, gehe mit einem meiner Lieblingstücher, nämlich mit dem Highgloss-Diamanttuch, ja, nur mal hinterher. Naja. Also schauen Sie sich das mal an, liebe Zuschauer. Sie sehen hier, so sah es vorher aus. So, hier sehen wir es nochmal, da genau. Das ist der Dreck und dann ganz kurz drüber gewischt mit ein bisschen Reiniger, verdünnt und so sauber ist es jetzt und trocken sofort. Richtig. Und dafür ist natürlich das Highgloss-Diamanttuch prädestiniert. Super. Hans, du fährst einmal komplett zusammen. Wir verkaufen. So, liebe Zuschauer, Sie sehen also, wir können mit dem Highgloss Universal Superkonzentrat eine ganze Menge Sachen sauber machen. Wir haben es jetzt gerade versucht, hier bei der Dunstabzugshaube. Wir haben es gesehen, hier vorne bei den Holzverkleidungen in der Küche. Auch da funktioniert es wunderbar. Und ich denke doch, jetzt, wo der Frühling anfängt, da wollen wir auch alle mal wieder zu Hause ein bisschen sauber machen. Der Frühjahrsputz steht an und da ist unser Highgloss Universal Superkonzentrat genau der richtige Begleiter, um Ihr Zuhause wieder auf Vordermann zu bringen. Würde ich Ihnen empfehlen, rufen Sie jetzt einfach an und bestellen Sie. Wir haben ja gerade auch einen richtig guten Preis für Sie. 19,99 heute im Angebot der Show das Superkonzentrat. Was viele mitnehmen. Was viele übrigens auch noch mitnehmen dazu. Ja, was soll ich sagen? Ich hab's durchgezogen. Und Ralf musste nicht einspringen. Der Schmutz ist ja gelöst. Ja. Du nimmst den Schmutz halt damit nur auf. Immer ein gutes Tuch nehmen. Gute Tücher gibt's bei Channel 21. Haben wir auch die Diamanttücher genau, heute mit heißen Highgloss Diamanttücher. Wir können noch mal eben schnell das Abseil erwähnt. Hervorragend. Richtig klasse. Ich meine, du standst das erste Mal live vor der Kamera und hast sowas anmoderiert, dass du doch recht locker rüberkamst und nicht allzu aufgeregt. Ja, also, dass du angespannt warst, kann ich sehen. Aber das ist für den Zuschauer quasi unmerklich. Ich fand es recht locker. Es freut mich, dich so fröhlich zu sehen. Definitiv. Fröhlich und die Anmoderation war wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Definitiv. Jetzt schauen wir mal weiter. Wählen Sie einfach drüber dann, wenn Sie ein paar Spritzer auf die Scheibe gemacht haben. Es war sauber. Was soll ich Ihnen sagen? Meine Mutter, die ist wirklich extrem skeptisch, was sowas angeht. Die war beeindruckt. Genau, begeistert. Wird gesagt, also mit Highgloss, mit dem Universal. Also, ja. Ist es dir selber ein bisschen unheimlich? Ja, also, weil es halt, ich übertreibe, also es ist halt totale Übertreibung die ganze Zeit bei mir. Und wie hat es sich angefühlt, als du es gemacht hast? Hat es sich unnatürlich angefühlt? Ja, oder? Klar. Also ja? Es war ein Spiel, fand ich. Mhm. Es ist ein Spiel, wo ich halt diese Mechanismen einsetze, weil ich von euch auch gelernt habe, die soll ich anwenden. Mhm. Wenn ihr mal sagt, das ist so authentisch, ist es für mich eher so halt dieses professionelle Einsetzen dieser Tools. Mhm. Kannst du stolz auf dich sein? Hast du gut gemacht? Ja. Also ich finde echt, hast du wirklich gut gemacht. Hat mich ein bisschen erschrocken. Ja, mich auch, um ehrlich zu sein. Dass du das einfach so abgeliefert hast. Ich musste daran denken, was du mir am Anfang erzählt hast, dass du auch die Aufmerksamkeit liebst und dass das für dich auch so ein Antriebsmotor ist, das zu machen. Und ich habe gemerkt, dass das bei mir auch zieht. Ja, ne? Weil ich da jetzt so unbedingt erfolgreich sein wollte und euch zeigen wollte, dass ich das richtig drauf habe. Ja. Habe ich dann, als dann das Licht anging, eigentlich alle Bedenken abgelegt. Das kann schon so ein bisschen Suchtfaktor sein, glaube ich. Ja. Diese Aufmerksamkeit auf sich und das Produkt zu ziehen und das Feedback zu bekommen. Aber das zeigt doch auch, dass auch in dir skeptischen Menschen, der du niemals Verkäufer sein möchtest und willst, trotzdem Verkäufer steckt. Ja. Das glaube ich schon. Ja. Kann sein, dass in mir ein Verkäufer steckt. Aber ich glaube, es gehört mehr dazu als Talent. Wenn man diesen Job ernsthaft machen will, muss man nicht nur ein Versprechen verkaufen. Man muss auch selber an das Versprechen glauben. Egal, ob es stimmt oder nicht.